Ja, zu Wacken Open Air habe ich natürlich eine ganz besondere Beziehung. Ich fühle mich da fast als ein Teil der Familie. Ich habe mit Rage schon vor weit über 20 Jahren das erste Mal da gespielt. Wir sind regelmäßig immer wieder dabei auf dem Festival. Ich habe das Festival sogar schon mal pressetechnisch betreut. Als Moderator für einen früheren Fernsehsender habe ich da irgendwie alle Bands interviewt und so. Und ich kenne die Jungs schon sehr lange und halte es nach wie vor halt wirklich ein Festival von Fans für Fans, auch wenn vielleicht viele mittlerweile unten, das wäre zu kommerziell geworden, finde ich, jetzt stimmt eigentlich nicht. Vielleicht sieht es nach außen so aus, wenn man sich nicht wirklich auskennt, aber vom Herzen her ist das nach wie vor und die Jungs geben alles, was sie können und ganz einfach ohne das Wacken Open Air wäre die Metal-Szene weltweit nicht die, die sie ist. Was macht diese Produktion für uns speziell? Zum einen haben wir natürlich noch nicht so viele Online-Streaming-Shows gespielt. Das ist schon was Besonderes. Und zum anderen haben wir vor kurzem erst die Band aufgepimpt zu einem Quartett. Und das ist unser erster Auftritt mit dem neuen Line-Up. Das ist gerade in diesen schwierigen Zeiten jetzt eine gute Chance, unsere Musik für die ganze Metal-Community zu verbreiten und uns wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ja, ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dabei, wie wir das jetzt hier haben. I'm still up in here. It looks good. Roger. Roger, 1202. We copy it. 700 feet, 21 down. 33 degrees.